Einstieg in die Meditation. Dzogchen. Noch eine kleine Anmerkung vorweg. Alle meine Podcasts hängen zusammen und schaffen eine Verbindung und Vernetzung, auch wenn ihr die jetzt noch nicht sehen könnt. Nun, wie immer, das kleine Vorwort. Eine etwas ausführlichere Information über mich findet ihr in meinem ersten Tor des Meisters. Ihr könnt also auch hier jetzt dieses kleine Vorwort vorspulen. Liebe Menschen, liebe Zuhörer, liebe Schüler, ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr gewillt seid, mir zuzuhören. Ich bin Kampfkunstmeister und Mentor in der 8. Generation und direkter Nachfolger des chinesischen Großmeisters, also selber ein sogenannter Großmeister. Ich unterrichte Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong und Chan, Meditation und was damit zu tun hat. Wie Medizin, Gesundheit, Recht, Geschichte und Politik, Spiritualität, Philosophie und Moral. Ich habe an der Universität unter anderem Sinologie, also die Ostasienwissenschaft, studiert, sowie Jura. Aber das nur am Rande. In alter Tradition, wie zum Beispiel mein Altmeister Wang Lang oder aber die großen Vorreiter Siddhartha Gautama, Bodhidharma, Lao Tse und Konfuze, mische ich mich auch ein in die Themen dieser Welt. Bedenkt und verinnerlicht, nirgendwo ist bestimmt, was oder wie ich denken soll. Und jetzt fangen wir an. Bevor wir direkt starten, noch ein paar kleine Anmerkungen vorweg, die aber dieses Mal sehr kurz ausfallen. Vor 25 Jahren hätte mir das keiner geglaubt, beziehungsweise jeder hätte es falsch verstanden. Darum habe ich erst im März 2020 versucht, alle auf eine kleine bzw. große Reise des Erkennens mitzunehmen. Denn von diesem Tag an konnte jeder offensichtlich sehen, was in dieser Welt passiert. Jeder konnte anfangen, das Trugbild, die Illusion, die Lüge zu sehen, in der wir leben. Nie habe ich meine Schüler enttäuscht. Die meisten habe ich häufig stundenlang unentgeltlich in allen Lebenslagen beraten und ihnen dadurch in ihrem Leben geholfen. Habe sie immer wieder in Sondertrainings weitergebracht und viele schwere Zeiten mit ihnen gemeinsam durchstanden. Bei allen Ansichten, Diskussionen hatte ich seit 25 Jahren eigentlich immer recht behalten, egal mit wem ich diskutierte. Also euer Vertrauen habe ich nie missbraucht und ich habe euch Geduld gelehrt. Vielen habe ich Jobs verschafft, Möglichkeiten, das Leben anders zu gestalten, neue Wege zu gehen und euch auf dem Weg geholfen, das zu entdecken, was euer Leben in Zukunft erfüllen wird. Ich habe euch in alter Tradition immer viel mehr gegeben, als ihr jemals mir zurückzahlen könnt. Was wäre die Gegenleistung gewesen? Die Gegenleistung wäre Geduld und Vertrauen gewesen. Das, was ich meinem eigenen Meister seit Ewigkeiten entgegenbringe. Man kann die Kampfkunst und damit verbunden, aber man kann sie auch getrennt sehen, den Weg des Chan darin sehen, dass ihr nur auf die jetzige Zeit vorbereitet werden solltet. Es ging genau um die Zeit jetzt. Die Zeit, die jetzt begonnen hat. Eine ganz besondere Zeit. Ihr habt alle seit so langer Zeit die Erfahrung gemacht, dass es sich jedes Mal gelohnt hat, mir zu vertrauen und dass es sich jedes Mal gelohnt hat, geduldig zu sein, wenn ich zu euch sagte, habt Geduld und vertraut. Jedes Mal
habe ich euch die Bestätigung geliefert, dass es sich lohnt, weil ich wusste, dass eines Tages eine Zeit kommen wird, in der beides schwerer wird. Ich wollte, dass ihr vorbereitet seid auf diese Zeit. Geduld und Vertrauen, das wäre genau für die jetzige Zeit noch einmal wichtig gewesen. Einige haben es nicht geschafft, aber auch das war leider ein bisschen vorauszusehen. Einige haben mich quasi verraten und haben ihre Unehrlichkeit offen gezeigt. Ja, einige meiner Schüler haben mich denunziert, mich beleidigt, haben ihre wahre Arroganz und ihre Dummheit und Unmenschlichkeit gezeigt. Dabei habe ich mit den Sachen, die ich euch aufgezeigt habe, nur die Spitze des Eisberges freigelegt. Es war ein Anfang, es war ein Beginn. Seit März habe ich begonnen, euch stärker zu warnen. Ich habe stärker begonnen, euch zu sagen, bleibt endlich von der Lüge fern. Ich wusste schon vor 20 Jahren, dass ich eines Tages meine Kung-Fu-Schule in diesem Verein werde schließen müssen. Nach fast genau 20 Jahren, auf dem Tag genau, habe ich das Eingangsschild entfernen müssen. Und der Kwon, der chinesische Trainingsraum, auch genannt der Ort der Erleuchtung, ist nun kein Ort der Erleuchtung mehr, sondern nur noch eine gewöhnliche Sporthalle. Ich hatte eine der größten Kampfkunstschulen und das System hat voll zugeschlagen und dafür gesorgt, dass die Schule für immer geschlossen ist, da man keine Meinungsfreiheit mehr zulassen möchte. Mein schleichender Einfluss war durchaus groß geworden. Ich habe viele Kinder und Schüler unterrichtet, war in vielen Schulen und Kindergärten involviert, um wieder eine neue Menschlichkeit und Moral zu installieren, dem Menschen echte Souveränität zu lehren und zu zeigen, sowohl den Kindern als auch den vielen Lehrern und auch teilweise Direktoren, die von mir lernen wollten. Es ist sehr spannend, da ich gerade erlebe, wie es zu Maus Zeiten wohl war, was Kampfkunstlehrern passierte, die sich gegen das System stellten. Ich habe oft darüber nachgedacht, es mir häufig überlegt, wie es diesen Menschen, diesen Meistern wohl erging zu dieser Zeit und heute erlebe ich es selber. Ich denke, ich bin aus gutem Grund zu der jetzigen Zeit zurückgekehrt auf diesem Planeten. Doch dazu ein andermal mehr, auch hier würde ich wieder ein großes neues Feld aufmachen. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen nach keiner guten Zeit. Ich sehe in allem das Positive, dass daraus etwas Gutes entstehen kann. Eine neue Freiheit, eine noch größere Freiheit als zuvor. Mein Wirken in der alten Schule ist vorbei und meine Aufgaben sind nun in einer anderen Schule zu suchen. Das, was passiert ist, hat mich weder getroffen, noch hat es mich schockiert. Ich werde heutzutage nur noch eher selten von meinen Emotionen geleitet oder manipuliert, könnte man auch sagen. Das, was passiert ist, hat mir nur gezeigt, dass das, was ich schon wusste, in der Realität auch eingetreten ist. Es ist Zeit für eine neue Kampfkunstschule, eine wieder etwas andere Kampfkunstschule, noch traditioneller, mit noch stärkerem Augenmerk auf die Moral, auf das Wu-Te, auf den Chan-Weg, also auf alles das, was wir in einer besseren, schöneren Zukunft brauchen werden. Ich sagte einmal nebenbei, ich werde eines Tages eine Revolution machen. Nur ein Schüler wusste und erkannte, dass es wohl vielleicht kein Scherz meinerseits war. Wer weiß. Ich habe somit meine Schule reinigen können und erreicht, dass meine Kunst wieder nur echten
ehrlichen, aufrichtigen Menschen zugänglich sein wird. Denn ich wusste genau, dass ich eines Tages verraten werde. Einige werden sich fragen, gerade von den Neueren, woher? Dazu auch ein andermal ein bisschen mehr, aber wenn man wieder Zugang zu seiner Intuition hat und das, was passiert, genau beobachtet, kann man vieles wissen und verstehen, was am Anfang im Verborgenen liegt. Verspüre ich Zorn? Nein, eher ein tiefes Mitgefühl. Der Verrat oder die Unmenschlichkeit im Umgang mit mir, also dieses Verhalten, was ich erleben musste, ist das Karma der Leute, die so gehandelt haben. Meine Reaktion auf dieses Verhalten, das ist mein Karma und dafür bin ich verantwortlich. Als Kampfkunstmeister hätte ich mit Sicherheit die Möglichkeit und auch die Fähigkeiten, Rache zu nehmen. Aber auch hier verpacke ich schon mal eine kleine Lehre. Ich werde mit Sicherheit niemals Rache nehmen, denn wer Rache nimmt, ist nicht besser als sein Feind. Verzichtet er aber darauf, so ist er ihm überlegen. An dieser meiner eigenen Geschichte kann man schon sehr viel zum einen über das Voté, die Moral, die Einstellung eines Kampfkünstlers sehen. Man kann aber auch schon einiges über das Chan, über den Chan-Weg verstehen. Zumindest kann man sehen, dass das, was ich seit Ewigkeiten lehre, auch selber lebe. Und auch in harten Zeiten mich so verhalte, wie ich es euch sonst als Tipp gegeben hätte und habe. Das heißt, ich lebe diesen Weg voll und ganz und meine ihn sehr ehrlich. Leider muss ich enttäuscht feststellen, dass fast keiner meiner Kampfkunstkollegen auch nur im Ansatz diesen Weg gewählt hat. Und auch die meisten spirituellen Führer oder Persönlichkeiten, die sowohl mit einer großen Folgeschar als auch im Kleinen über Spiritualität, über Wachstum, über Reife, mit tollen Lebenstipps die Menschen versorgen, dass auch diese verstummt sind und an keiner einzigen Stelle so agieren, wie sie es sonst immer gerne raten. Es ist eigentlich traurig. Die einzigen, die das jetzt tun, das sind die aus der neuen Szene. Und genau das macht einen hoffnungsvoll und hoffnungsfroh. Denn es hat sich eine neue Gruppe von Menschen gebildet, die genau diese Spiritualität und die Ansichten von Moral und Aufrichtigkeit lebt und wieder neu in die Welt trägt. Also ich nenne sie einfach die Neuen. All die anderen, die jetzt nicht aufgestanden sind oder die sich nicht zu Wort melden, alle die werden eines Tages sich gut hinterfragen müssen, was sie in dieser Zeit getan haben. Vielleicht mögen sie in der Außenwirkung sich anders darstellen, um weiterhin mit ihren Geschichten Geld zu verdienen. Aber wenn sie in den Spiegel gucken und sich selber ansehen, werden sie merken, dass sie sich zwar vor allen Menschen verstecken können, nur nicht vor einer einzigen Person, der wichtigsten, vor sich selber. Können sie sich niemals verstecken. Aber auch das ist unwichtig, darüber braucht man sich nicht aufregen oder darüber braucht man auch gar nicht groß diskutieren, denn das ist ja das Karma der anderen Leute. Natürlich hätte ich es gerne gesehen, wenn andere Kampfkünstler sich ähnlich verhalten würden wie ich, aber es ist ihr Karma, sie müssen damit zurechtkommen. Ich muss mich um mein Karma sorgen und vor allem versuchen, meinen Schülern klarzumachen, dass sie sich um ihr Karma selber kümmern müssen. Wer mich kennt oder ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich hinter allem, was ich meist in der Öffentlichkeit sage, erzähle und mache, eine Lehre verstecke. Auch bei Telefonaten, bei Gesprächen will ich häufig auf etwas hinweisen, etwas aufzeigen, in völlig verschiedener Art und Weise. Manchmal, wer mich kennt, weiß, dass es mit mir meist doch sehr lustig und fröhlich zugeht. Es kann aber auch sehr streng und hart zugehen, immer abhängig davon, was ich gerade lehren, unterrichte und aufzeigen möchte.
Also auch das, was ich jetzt hier schon etwas lang und breit erzählt habe, beinhaltet eigentlich eine kleine Lehre, eine kleine Geschichte, aus der man einiges mitnehmen kann. Also lasst euch nicht unterkriegen. Versteht das Leben als einen Lernprozess. Das Leben lehrt euch durch Probleme, durch Hindernisse. Immer etwas Neues. Es möchte euch weiterbringen im Leben. Und wer hinhört, hinsieht, hinschaut und darüber nachdenkt, was das Leben einem gerade beibringen möchte, der kann aus diesem Erlebnis wachsen und mit größerer Stärke, Kraft und Energie hervorgehen. Und beim nächsten Mal ist das Erlebte viel weniger ein Problem, weil ihr es schon einmal überstanden und durchgestanden habt. Und ihr könnt wieder größere und neuere Aufgaben des Lebens annehmen. Und vor allen Dingen bleibt immer positiv eingestellt. Die Gedanken, die positiven Gedanken tragen euch. Aber dazu später mehr, denn die Gedanken sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich werde heute ein paar kleine Übungen zur Meditation unterrichten, aber vorweg ein bisschen zur Meditation allgemein etwas sagen, nicht zu viel, denn auch dort drüber kann man Bücher schreiben und immer es unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Sowohl im Chan-Weg als aber auch im reinen buddhistischen Weg oder im Schulweg des Buddhismus geht es ja immer darum, Erkenntnis zu erlangen, erleuchtet zu werden oder aufzuwachen, also welches Wort man auch immer dafür benutzen möchte. Darum geht es bei der Meditation, vielleicht in einem etwas höheren Bereich, um es mal so auszudrücken. Ja, das ist vielleicht nicht gleich der erste Schritt in der Meditation, aber das ist durchaus ein Ziel, beziehungsweise viele sind immer daran interessiert, sich zu fragen, wie erreicht man Erleuchtung, was bedeutet Erleuchtung und ähnliches. Vorweg, der Begriff Erleuchtung muss unter einem anderen Aspekt wahrgenommen werden, als der westliche das gleich hat. Es geht nicht darum, dass vom Himmel aus ein Licht erscheint, welches euch erhöht, Trompeten zu hören sind, die eure Heiligkeit in dem Augenblick offenbaren. Das ist es nicht. Es ist viel rudimentärer, viel einfacher. Es sind Bewusstseinsschritte, aber auch dazu an späterer Stelle etwas mehr. Der chinesische Begriff für das Wort Erleuchtung ist Ming. Ich übersetze es mal mit einem weiteren Schritt der Erkenntnis. Das heißt, von einem Verblendungsbereich in einen Schritt des Erkennens der Welt. Nicht komplett und nicht alles auf einmal, aber der erste Schritt, etwas zu erkennen, das ist einmal das Erleben eines Zustandes der Erleuchtung. Und aus dieser Position heraus wächst ihr immer wieder ein Stück weiter. Es gibt sehr, sehr spannende Erlebnisse, das heißt, wo man sehr, sehr viel auf einmal versteht und man weiß gar nicht, warum das vielleicht genau in diesem Augenblick passiert. Das sind vielleicht die Momente, an die man sich erinnert, von denen auch meist dann später berichten, die anders waren als das Erlebnis vorweg. Aber auch schon der kleine Schritt in Richtung Erkenntnis ist ein Schritt der Erleuchtung, das Erleben von Ming. In unserer Sprache nennen wir die Meditation im Sitzen Dzogchen. Es gibt auch das Meditieren im Gehen, das hat ein bisschen andere Aufgabe, das ist das Jinsing. Aber dazu wichtig ist, dass das Dzogchen, das Meditieren im Sitzen, nicht mit Zwang ausgeübt wird. Aus Erfahrungsaustausch mit Leuten aus anderen Schulen, die nur meditieren und auch Leute mit einer großen Follower- und Anhängerschaft unterwegs sind, schätzen die meisten, dass von 100 Leuten 99 ihren Meditationsweg abbrechen und die waren es dann auch im Prinzip nicht wert oder haben es nicht geschafft. Wenn das so gedacht wäre beim mittleren Weg, gerade im Buddhismus, dann würde ich sagen, ist etwas am Lehrweg falsch, am Weg an sich etwas falsch oder am Lehrer irgendetwas falsch. Ja?
Das kann nicht das Ziel sein. Aber das passiert, wenn es über Zwang geht. In einem Kloster oder in einer Kampfkunstschule, wo man viele Stunden am Tag verbringt oder auch auf Seminaren, ist das etwas ganz anderes. Wenn ich vielleicht 10 oder 12 Stunden aus meinem Alltag oder auch von mir aus mehrere Wochen oder Monate aus meinem Alltag raus bin, kann etwas mehr auch mit dem Zwang gearbeitet werden, beziehungsweise erst anders erträglich und anders kompensierbar. Und man hat einen anderen Effekt vielleicht. Aber im normalen Alltag, wo jeder von den Menschen, die Interesse an der Meditation haben, vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde oder auch nur eine Stunde Zeit haben und aus einem eh schon stressigen Tag herauskommen, für die ist Zwang überhaupt nichts Schönes. Weil dann kommen sie vielleicht von einer Welt, aus einer Arbeitswelt, in der sie auch schon Zwang erlebt haben, Einschränkung ihrer Freiheit, wieder in ein Leben von Unfreiheit. Und das ist in jeder Hinsicht schädlich, nicht förderlich und ist auch überhaupt gar nicht die Idee dahinter. Also gehe ich bei dem, was ich jetzt unterrichte, nicht von einem Kampfkünstler aus, der 8 bis 14 Stunden am Tag sich dem Kampfkunstweg widmet und dann auch problemlos sich selbst unter Zwang nochmal ein halbes Stündchen oder Stunde der Meditation auseinandersetzen kann. Nein, ich gehe von den Menschen aus, die am Tag nur ein kurzes Zeitfenster haben, aber Lust haben, die Meditation kennenzulernen und den positiven Effekt kennenzulernen. Vorweg eine Anmerkung dazu, dass es schon leichter und viel, viel leichter ist, diesen Weg so zu gehen, dass man über die Kampfkunst rangeht, also über Kung Fu als Basis oder Tai Chi als Basis, dann eine Weiterentwicklung über das Qigong, also das Gesundheitssystem des Chinesischen, und danach erst über das Meditieren im Laufen in das Meditieren im Sitzen kommt. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Weg, weil viele Schritte, die man vorher in kleinen geht, eine Vorbereitung sind für die Meditation am Ende. Also wie das Umgehen mit Leid, das Umgehen mit Schmerzen, das Umgehen mit Geduld und vor allen Dingen eben die Achtsamkeitsübungen, die müssen vorher laufen. Oder es ist gut, wenn sie vorher durchlaufen werden, zu einem gewissen Grad schon, denn das macht dann die Meditation deutlich leichter, deutlich einfacher. Aber auch davon gehe ich heute nicht aus in diesem Podcast, sondern ich gehe auf die Leute ein, die einfach Interesse am Meditieren haben, und beschreibe dort den Weg, wie man dort schnell oder zumindest angenehm zu einem Ziel kommen kann, nämlich zu einem angenehmen Moment beim Meditieren. Viele Menschen aus den geistigen oder spirituellen Systemen haben Probleme mit dem Begriff Kampfkunst. Ich weiß sehr genau, dass echte Friedfertigkeit häufig nur von Kampfkünstlern gelebt werden kann, weil sie beide Seiten der Medaille kennen. Sie wissen um ihre Fähigkeit, kämpfen zu können, entscheiden sich aber aktiv für die Friedfertigkeit. Leute oder Menschen, die diese Erfahrung nicht haben, müssen sich zwangsweise für den friedfertigen Weg entscheiden und stellen es dann häufig so dar, als wäre das auch ihr gewählter Weg. Deshalb ist die Kampfkunst sehr, sehr stark verwoben mit echter Friedfertigkeit. Umso mehr Möglichkeiten ich bei einer Entscheidung habe, umso aktiver kann ich eine freie, souveräne Entscheidung ja auch treffen. Auch kann ich bestimmte Erfahrungen anders einschätzen und bewerten und habe viele Facetten der Menschlichkeit und der menschlichen Emotionen gerade durch die Kampfkunst kennengelernt. Und geht man auf die Ursprünge der ganzen Spiritualität zurück, so kommen wir doch eigentlich bei jeder Geschichte immer wieder bei den Veden raus. Und unlängst ist bekannt, dass auch die Veden so hochentwickelt sie geistig auch gewesen sein mögen, so tiefweise ihre Spiritualität auch gewesen sein mag, haben doch auch die Veden wohl ein Kampfkunstsystem gehabt. Da wird es in der Zukunft auch gerade im Bereich der Spiritualität noch unsagbar viel zu entdecken und zu erforschen geben.
Es gibt schon einige Vorreiter, aber es bedarf doch einer ganzen Menge Energie und auch Vorwissen, auch gerade was die sprachlichen Fähigkeiten angeht, um sich mit dem Vedischen selbstständig, frei auseinandersetzen zu können. Wie fange ich mit der Meditation an? Wichtig einmal ist, man muss für sich entscheiden, zu welcher Tageszeit man meditiert. Im Idealfall meditiert man eigentlich immer zu der gleichen Tageszeit. Der eine kann besser morgens meditieren, der andere kann besser abends meditieren. Entscheidend ist, diese beiden Tageszeiten zu wählen, da früh am Morgen und später am Abend die Welt noch sehr ruhig und noch gar nicht hektisch zu sein scheint. Das kann man spüren. Es ist viel mehr Ruhe in der Welt. Also würde ich im Idealfall eine von diesen beiden Tageszeiten für die Meditation auswählen. Der Morgen hat durchaus den Vorteil, dass ich am Morgen noch gar nichts erlebt habe, was mein Geist verarbeiten muss. Das heißt, die Bilder, die vor meinem geistigen Auge entstehen oder die Sorgen und Gedanken, die ich am Morgen habe, sind häufig deutlich weniger als am Abend. Dort habe ich dann schon einen ganzen Tag hinter mir mit allen Ärgernissen oder auch Erlebnissen, ob positiv oder negativ, die ich an diesem Tag hatte. Und die können mir durchaus sehr schnell wieder vor mein geistiges Auge springen und mich eigentlich von der Ruhe und Gelassenheit etwas ablenken und den Weg etwas schwieriger werden lassen. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass ich am Abend einen Tag abschließen kann und damit, wenn ich etwas geübt bin, wieder in völliger Ruhe zur Nacht mich betten kann. Wichtig ist, dass man immer den gleichen Ort wählt, sodass irgendwann der Körper von ganz alleine weiß, dass wenn ihr euch da hinsetzt, das ist der Ort für Ruhe, das ist der Ort für Gelassenheit, das ist für eine gewisse Zeit mein eigener kleiner Raum, in dem ich zur Ruhe kommen kann. An diesem Ort kann eine Blume stehen, ein Bild hängen, irgendetwas, was euch erfreut, wo ihr euch gerne hinsetzt. Der nächste Punkt ist, den man durchaus in Erwägung ziehen sollte, Musik oder keine Musik. Musik, und zwar die richtige Musik in dem Fall, also eine ruhige, positiv tragende Musik, kann durchaus helfen, gerade in der Anfangszeit, um überhaupt erst einmal in eine Konzentration gelangen zu können. Auch gerade wenn ihr störende Geräusche aus der Außenwelt habt oder von Nachbarn oder was auch immer. All das kann einem am Anfang herausbringen. Natürlich ist es am schönsten, draußen zu meditieren, aber wir gehen jetzt mal davon aus, ihr meditiert am Anfang drinnen. Also sucht euch eine Musik aus, die euch gefällt. Es gibt sehr viele und schöne Meditationsmusik. Man kann vielleicht gleich von Anfang an darauf achten, auf eine bestimmte Herzzahl zu gehen, wie auf 432 Hertz. Das hat etwas mit dem Effekt von dieser Frequenz auf den menschlichen Körper zu tun, aber auch das ist ein etwas spezielles eigenes Thema. Darüber könnt ihr aber nachdenken und es einfach ausprobieren. Kerze ja, Kerze nein. Ich würde, wenn, auf jeden Fall nur eine weiße Kerze benutzen. Macht einfach nur erstmal mit einer weißen Kerze die Meditation. Warum? Auch vielleicht später. Da ihr sowieso beim Meditieren die Augen schließen werdet für die erste Zeit oder gerade am Anfang, würde ich sagen, das ist nicht so wichtig. Wenn euch aber es angenehm erscheint, vor einer Kerze zu sitzen, vor einer Lichtquelle zu sitzen, dann macht das einfach. Gerade im Winter ist es schön, bei Kerzenschein zu meditieren. Es hat einen wohligen, heimeligen Charakter, der eine gewisse Geborgenheit ausdrückt. Also würde ich sagen, zündet gerne eine Kerze an, um euch ein Gefühl des Wohlfühlens zu vermitteln. Das Sitzen ist häufig etwas sehr Ritualisiertes und das ist auch genau der Punkt. Viele verschiedene Schulen haben völlig unterschiedliche Art zu sitzen und bewerten das Sitzen völlig unterschiedlich. Von daher, für den Anfang
setzt ihr euch so hin, wie ihr euch wohlfühlt. Ob das der Lotussitz ist, der für viele unsagbar schwer ist, ob das ein Schneidersitz. Ich würde zwar den Schneidersitz empfehlen, weil ich traditionell immer im Schneidersitz sitze, aber das Sitzen ist wirklich nur ein Ritual. Es soll eine Einheit schaffen, gerade in einer Kampfkunst oder in einer Meditationsschule. Alle sitzen gleich, das verbindet. Ihr könnt euch auf einen Stuhl setzen, ihr könnt euch auf einen Hocker setzen, irgendwo, wo ihr angenehm schmerzfrei sitzen könnt. Und das ist wichtig. Ihr habt nicht gelernt, vorher durch zum Beispiel die Kampfkunstwege mit Schmerzen umzugehen und sie quasi auszublenden. Also würde euch jede Schmerzerfahrung beim Meditieren erst einmal behindern und euch das Erlebnis als ein etwas Unangenehmes erscheinen lassen. Und das ist genau das, was ihr nicht erleben sollt. Ihr sollt mit der Meditation von Anfang an etwas Positives verbinden, denn nur so werdet ihr in der Zukunft euch motiviert weiterhin setzen und Spaß am Meditieren haben. Wer sich gerne in einen Schneidersitz setzen möchte, dem empfehle ich definitiv ein Sitzkissen, weil das eine Entspannung im Bereich des Rückens bringt. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Es ist einfach ein wichtiger Tipp, um entspannt lange sitzen zu können. Auch die Handhaltung ist sehr unterschiedlich und wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Auch hier ist es eher ein Ritual und eine Frage dessen, wie verbinde ich mich letztendlich. Ich bin eher dafür, dass man eine möglichst entspannte Schulter, Arm- und Handhaltung einnimmt, damit dort auch keine Verkrampfung entsteht. Ein Beispiel, wie man es machen kann, seht ihr auf dem Bild vor euch. Das ist die traditionelle chinesische Art, gerade im Bereich der Kampfkünste, wie man meditiert, so wie ich es im Ursprung gelernt habe. Ihr könnt aber auch einfach die Hände auf den Oberschenkeln oder auf den Knien ablegen. Das ist auch eine sehr angenehme, sehr entspannte Haltung, die sehr gut die Konzentration fördert. Gerade wenn ihr am Abend meditiert, ist es wichtig, dass ihr nicht anfangt, wenn ihr noch sehr stark emotional geladen seid, beziehungsweise eine kleine Vorübung macht. Das nennen wir Jinsing, das ist das Meditieren im Laufen. Diese Übung kann man immer machen, man kann auch in dem Laufen quasi meditieren. Häufig wird das Jinsing benutzt, um eher nachzudenken, also der Kontemplation, sich über Sachen klar werden, Sachen beleuchten, also über ein Thema, wenn man so möchte, zu meditieren oder nachzusinnen. Ihr könnt das Jinsing, das Laufen, aber benutzen, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, ihr lauft einfach ein paar Meter in die eine Richtung, dreht dann um, geht ein paar Meter in die andere Richtung, habt dabei eine wogende Bewegung von B- und Entlasten der Schritte. Das erkläre ich in einem gesonderten Video noch einmal. Wer das schon kann, kann das zum Beginn anwenden. Ihr folgt also bei dem Laufen dem Yin-Yang-Laufprinzip aus dem Tai Chi, also immer ein B- und Entlasten und dann Schritt nach vorne gehen und wieder B- und Entlasten. Dabei achtet ihr schon auf das regelmäßige Ein- und Ausatmen. Zudem kommen wir gleich die richtige Atmung. Von Anfang an ist wichtig, auf die Atmung zu achten, denn die Atmung ist der Schlüssel zu allem. Atem, Luft ist lebenswichtig und daran keine einzigen Stelle beschränkt oder eingeschränkt sein. Ein kleiner Wink mit dem Soundfile zu dem, was einige und fast die meisten, gerade in Deutschland im Moment, machen. Ich sage nichts zu dem ganzen Thema, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ganz kurz noch zum Sitzen eine kleine Anmerkung. Wenn ihr merkt, dass ihr Schmerzen bekommt, euch unwohl fühlt und die Position nicht mehr halten könnt, dann nehmt ihr einfach eine andere Position ein. Seid nicht streng mit euch am Anfang. Ihr müsst das nicht durchhalten, aushalten, wenn das wehtut etc., sondern ihr nehmt dann einfach eine Position ein, die das Sitzen leichter macht. Zurück zur Atmung. Zunge am Gaumen legen, so wird der Speichelfluss angeregt. Man kann also länger sitzen, wenn man etwas länger meditieren mag. Gilt auch fürs Taiji-Training, so kann ich halt viel, viel länger trainieren, ohne einen Drang nach etwas zu trinken
zu haben und damit etwas länger trainieren, ohne eine Pause, um zu trinken machen zu müssen. Ihr atmet ein, durch die Nase ein und wieder aus und seht zu, dass ihr genauso lange ein- wie ausatmet. Im Chinesischen sagt man, die Lippen sind geschlossen, aber nicht zu. Also ihr atmet durch den Mund aus und so, dass die Luft aus den Lippen herausströmt. Sie liegen ganz leicht aufeinander, aber so, dass die Luft noch hindurchkommen kann. Und wichtig ist, dass kein Geräusch entsteht. Das ist noch erst einmal allgemein zur Atmung zu sagen. Ihr sitzt bitte aufrecht, das heißt, als wenn ihr am Scheitel mit einer Schnur aufgehangen seid, sodass ihr ganz aufrecht im Bereich der Halswirbelsäule und auch dann später im Bereich der Lendenwirbelsäule sitzen könnt. Aufrecht in Anführungsstrichen, natürlich ist eine natürliche Krümmung der Wirbelsäule mit da, aber ihr versucht möglichst aufrecht zu sitzen. Das Kinn ist leicht nach hinten geschoben. Und zu Beginn würde ich raten, gerade für westliche Menschen, dass ihr die Augen schließt. Die Asiaten schließen häufig nicht die Augen, sondern sie gucken nach unten Richtung Dantian, weil viele Chinesen, das ist eine echte Erfahrung aus dem Leben, neigen dazu, relativ schnell einzuschlafen, sobald sie die Augen schließen. Gerade wir Europäer neigen eigentlich nicht gleich dazu, einzuschlafen. Und es hilft häufig bei der Konzentration, wenn man die Augen einfach geschlossen hat und da sitzt und atmet. Das ist schon eine ganze Menge, auf das man achten muss, wenn man anfängt zu meditieren. Darum sind wir gerade noch in der Vorstufe. Wichtig ist jetzt, ihr setzt euch einfach hin und sitzt. Wir üben jetzt im ersten Schritt die Muße in der Meditation. Also früher war es völlig normal oder man wusste darum, dass die Muße für Kreativität wichtig ist, dass sie entscheidend ist, dass sie einen weiterbringen kann. Ja, Menschen haben sich einfach entspannt hingesetzt in ihren Garten und haben einfach ihren Gedanken freien Lauf gelassen. Menschen haben einfach da gesessen, in ihrem Garten, in ihrem Lieblingssessel, irgendwo, wo sie sich wohlfühlten, ohne Tablet, ohne Laptop, ohne Walkman oder Discman, ohne Handy, ohne Buch, ohne Zeitschrift, nein, einfach nur gesessen und den Gedanken freien Lauf gelassen. Und das starten wir einfach erst einmal, dass man damit wieder in die Situation kommt, dass man sich gerne hinsetzt und erst einmal frei denkt. Ich weiß, dass es in der Meditation darum geht, nicht zu denken, dass es darum geht, die Gedanken ja nicht anhaften zu lassen. All das ist mehr als klar, aber darum geht es ja doch gerade gar nicht. Es geht jetzt in dem Schritt darum, erst einmal wieder zu lernen, zu sitzen und der Muße Raum zu geben. Denn nur so entsteht Kreativität, neue Gedanken, neue Ideen. Und wenn man so mit der Meditation anfängt, also an einem angenehmen Ort sitzt, an dem man sich wohlfühlt, mit vielleicht einer Musik, die man gerne in dem Augenblick hört, mit einer Kerze, die vielleicht ein wohliges Gefühl einem gibt, mit dem Bewusstsein, dass ich hier nicht aus Zwang sitze und auch kein Zwangsverhalten an den Tag legen muss, dann kann man anfangen, in die Meditation richtig einzusteigen. Aber gerade diese Vorbereitung ist mehr als wichtig, gerade wenn man eben nicht aus diesen Kampfkunstsystemen kommt, die vieles davon schon einem beigebracht haben, trainiert haben, gelehrt haben, ohne dass man es aktiv mitbekommen hat. Und da ich vermeiden möchte, dass die Menschen zu schnell wieder aufgeben, was die Meditation angeht, ist das der Anfang. Warum lasse ich auch den Zwang sein am Anfang, dieses, dass man unbedingt die Gedanken versucht, nicht anhaften zu lassen, dass man sich quasi kontrolliert? Das funktioniert gar nicht gut, denn der Verstand, sagen wir, oder der Geist ist wie ein wilder Affe. Im Chinesischen sagen wir das. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich zu etwas zwingen möchte,
machen wir genau das Gegenteil, das der berühmte rosarote Elefant. Ich sage, denkt nicht an einen rosaroten Elefant und ihr denkt in dem Augenblick an einen rosaroten Elefanten. Also sage ich euch, ihr müsst sitzen und dürft nicht denken, dann werdet ihr definitiv denken. Wenn ich sage, konzentriert euch nicht auf die Bilder, ihr werdet euch auf die Bilder konzentrieren. Der Geist und der Verstand ist ein wilder Affe und wilde Affen lassen sich nicht zähmen. Man kann sich aber mit wilden Affen verbinden, indem wilde Affen Spaß haben bei dem, was sie da machen. Und genauso ist es mit dem Verstand auch. Ihr müsst euch lernen, wohlzufühlen, wenn ihr einfach sitzt und einfach da seid. Ob daraus dann aus langer Sicht die Meditation wirklich entsteht, oder ihr aber vielleicht sagt, Mensch, das ist so schön, so angenehm, ich gönne mir einfach eine halbe, dreiviertel Stunde am Tage der Muße, dann ist das ganz viel wert. Denn Muße und Meditation sind zwei Bereiche, die beide am Tag laufen sollten. Zum einen sollte man am Tag meditieren, auf Dauer, habe ich schon am Anfang mal erklärt, um die Emotionen loszuwerden, um zur Ruhegelassenheit zu kommen, um sich von den Massenmedien abzuschirmen, also von den Gedanken der Indoktrination zu lösen, dass man nicht weiter beeinflusst wird, im nächsten Schritt Erkenntnis erlangt und so weiter. Das ist Aufgabe und Teil des Meditationsweges. Aber die Muße an sich ist genauso wichtig. Denn die Muße fördert die Kreativität oder nennen wir es auch Kontemplation. Also das, was man an Ruhe durch die Meditation erlangt hat, kann man ja wieder in positive Gedanken umbauen. Also mit der Ruhe auf neue Gedanken kommen, auch über Themen nachzudenken. Also nicht die ganze Zeit konsumieren, sondern irgendwann auch sich aktiv Gedanken über die Themen machen. Nicht das Nachreden, Nachsagen, was vielleicht jemand anderes mir vorgedacht hat. Ich kann seine Gedanken nehmen, über die Gedanken nachdenken, neue Gedanken entwickeln, eigene Gedanken entwickeln. Darum geht es dann in einem weiteren Schritt. Das beides gehört immer zusammen zum Wachsen und zum Wachstum. Es stellt sich noch die Frage, wie lange sollte man eigentlich meditieren? Zu Beginn, wenn man nicht jetzt ganz viel Lust auf das Meditieren hat und ganz begeistert ist und problemlos lange sitzen kann, würde ich vorschlagen, man beginnt mit kleinen Einheiten. Man startet vielleicht mit einer Viertelstunde für ein oder zwei Wochen, weitet es dann auf 20 Minuten aus, dann vielleicht auf 30 Minuten. Ich würde maximal eigentlich nur bis auf eine Stunde gehen, weil sich irgendwann die Frage stellt, wie viel Zeit ist mir an einem Tag überhaupt gegeben? Es gibt ja an einem Tag noch so viel anderes zu tun, wie die Kontemplation, zu trainieren, sich zu bewegen, zu lesen und alles mögliche andere zu machen. Und das Leben besteht ja nicht aus Meditation. Wir leben nicht, um zu meditieren. Aber die Meditation kann das Leben bereichern. Aber es gibt eine Grenze der Länge. Und ich würde sagen, eine Stunde ist absolut ausreichend. Auch eine halbe Stunde ist mehr als genug. Wichtig dabei ist die Regelmäßigkeit des Meditierens. Also, dass man fünfmal die Woche, vielleicht viermal die Woche meditiert und nicht nur alle zwei Wochen einmal und mal ja und mal nein, sondern die Regelmäßigkeit macht den Schlüssel zum Erfolg aus. So, das war ein kleiner Startpunkt für die Meditation, also für das Dzogchen. In den nächsten Podcast werde ich die nächsten Schritte erklären für die, die schon weiter sind oder für die, die damit Lust haben anzufangen und einen Weg ausprobieren wollen, einen sehr, sehr alten, sehr, sehr traditionellen Weg, gespeist aus der Sicht der Kampfkunst und somit dem Ursprung des Chan-Weges. Denn der Chan-Weg, woraus später der Zen-Weg wurde, hat sich aus dem Kampfkunstverständnis mitentwickelt. Auf die Geschichte gebe ich aber auch ein andermal ein, nur das am Rande. So, wir werden jetzt noch kurz abschließen und zwar werde ich einen kleinen Text von Linji vorlesen und dort geht es um die Erklärung, was denn Erleuchtung ist oder wie man Erleuchtung erlangt. Linji
lebte bis zum Februar des Jahres 867 nach Christi in China. Dieses ist eine kleine Geschichte aus den Morgengesprächen des Abt Linji in seinem Kloster am Ufer des Huador-Flusses. Aufgezeichnet und weitergegeben wurden diese Morgengespräche von dem Mönch Shuolasi. Die Geschichte spielt zur Lang-Dynastie, zu Zeiten des Kaiser Wu, 502 bis 557, lebte dieser. Im Kloster vom Abt Linji wandten sich die Mönche eines Morgens mit folgender Frage an den Meister. Meister, verrate uns, was soll einer tun, der so schnell als möglich die Erleuchtung erreichen will? Nichts, sagte ohne Zögern Linji und schwieg daraufhin lang. Wie tut man nichts für die Erleuchtung? Brach einer der Mönche endlich das allgemeine Schweigen. Nur leicht und locker, antwortete Linji und erklärte mit folgendem Beispiel seine Antwort näher. Vor mehreren hundert Jahren schickte Kaiser Wu von der Liang-Dynastie eines Tages einen Gesandten zu Bodhidharma, dem ersten Patriarchen, damit er sich zu ihm begeben möge. Ganz kurze Anmerkung, Bodhidharma, man vermutet, er hat von 470 bis 543 nach Christi gelebt, aber auch hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen. Bodhidharma, sagte er zu dem Heiligen, als dieser vor ihm erschien, zeige mir den Weg zur Erlösung und erkläre die sicherste Methode zu ihr. Ich möchte wissen, was ich tun soll. Der Weise versprach, dem Kaiser bereitwillig Anweisungen zu geben und das Wesen der Erleuchtung zu erklären. Er ließ sich im Hofe des Palastes ein riesiges Rednerpult errichten. Von dort aus wollte er zu seinem hochrangigen Publikum sprechen. Als der Zeitpunkt des Vortrages gekommen war, kletterte er langsam in Anwesenheit des Kaisers und der versammelten Höflinge auf das Gestell. Als er oben angekommen war, schaute er vielsagend auf die vielen Anwesenden herab und hob dann warnend seinen Stab. So stand er auf dem Pult in vollkommener Stille, lange Zeit, und als sein Publikum langsam ungeduldig wurde, schlug er plötzlich kraftvoll mit seinem Stab auf das Gestell. Nach dem riesigen Knall wartete er noch ein wenig, dann verbeugte er sich feierlich und ging. Ein Schüler, der neben dem Kaiser stand, fragte diesen höflich, »Hat Majestät die Lehre des Meisters verstanden?« »Nein, gar nichts habe ich davon verstanden«, antwortete betroffen der Kaiser. »Schade«, entgegnete der Schüler, »denn der Meister hat seinen Vortrag bereits beendet.« »Kommt es zu keiner Fortsetzung? Wird der Meister seine Gedanken nicht näher erläutern?« fragte der Kaiser. »Nein, er hat nichts mehr zu sagen«, antwortete der Schüler, kühl dem Kaiser Wu und folgte seinem Meister. Die erstarrten Höflinge schauten einander bestürzt an. Als sie sich endlich ein wenig erholt hatten, begannen sie Bodhidharma aufgebracht zu beschimpfen. »Sie haben nicht gewusst«, beendete Abt Linji seine Lehrrede, »dass in der Lehre des Buddha keine Art von Anstrengung enthalten ist. Niemand geht den Weg der Erlösung, der zu schnell geht. Niemand kann den Weg finden, wenn er ihn sucht. Doch es geht den Weg, wer ihn nicht sucht.« »Weggefährten«, sprach Linji zum Schluss, »versucht den Patriarchen gut zu verstehen und tut gar nichts für die Erleuchtung. Es genügt, die Alltagsdinge zu tun und ohne Geschäftigkeit zu bleiben. Seid eure eigenen Meister dort, wo ihr euch gerade befindet, und ihr werdet genau dort Bestätigung finden. Jeden Tag, jeden Morgen, überall«, beendete Abt Linji seine Lehrrede in seinem Kloster
am Ufer des Flusses Huado. Ich möchte noch den Satz anfügen: Sei dir selbst eine Leuchte. Erschafft euch eine gute Zeit, bleibt menschlich und lasst euch nicht spalten. Niemals. So sei es, bis zum nächsten Mal.